Wir hören meistens zu wenig auf die Frauen. Hon har hennes doktorsavhandling. Hennes doktor? Ja, doktorsavhandling. Alltså ihre doktorarbeit, ja. Handlar om populationsgenetik. Handlar om populationsgenetik? Ja, och hon förklarar varför bina blir mindre vitala efter fem generationer på en parningsstation. Sie erklärt es, wie es funktioniert, dass die Bienen nach fünf Generationen sehr stark mit der Vitalität abwärts gehen. Sie sagt, die beste Art, wenn man gute Bienen hat, um diese genetischen Variationen zu bewahren, nicht nach den besten Bienen zu suchen, sondern nach den schlechtesten zu suchen. Und diese Königinnen wegzunehmen. Und die anderen so viel wie möglich vermehren. Und züchten etwas nach den allerbesten. Ja. En annan man som arbetar med att få fram varroamonsons kraftiga bin. Ein anderer Mann, der arbeitet darauf hin, varroa widerstandsfähige Bienen zu züchten. Vid sidan av många av er i Tyskland som gör det. Wir sehen, dass das auch viele in Deutschland das im Moment machen. Mycket bra. Sehr gut. Och i USA arbetar man också väldigt mycket. Auch in Amerika wird viel auf diesem Gebiet gemacht. Och en av dem är Kurt Webster. Und einer von denen ist Kurt Webster. Han arbetar med primorskebin. Er arbetet mit der Primorskebine. Han har ett speciellt sätt att arbeta. Er hat eine spezielle Art damit zu arbeiten. Och vi behöver inte gå in på det, men jag bara visar som exempel. Ja, wir müssen nicht näher darauf eingehen. Ich möchte das nur als Beispiel vorstellen. Och så fortsätter vi efter pausen. Und so machen wir nach der Pause weiter.